Dieser eine Tag war der entscheidende Tag im Leben des Mannes, von dem uns in Lukas 19 berichtet wird. Zachäus war auf einen Baum geklettert, um einen Blick auf Jesus zu werfen. Er wollte Jesus nicht nur mehr vom Hörensagen kennen, sondern er wollte selber sehen, wie er ist. Und Jesus bleibt unter diesem Baum stehen und er spricht Zachäus an und sagt: Steig schnell runter, ich muss heute in deinem Haus Gast sein. Jesus hatte ihn nicht übersehen, er war ihm nicht unwichtig und er wollte Gemeinschaft haben mit Zachäus. Bis heute hat sich das nicht geändert, dass Jesus Gemeinschaft haben möchte mit uns. Er möchte mit dir in dieser Beziehung zusammenkommen, in dieser Liebesbeziehung, die Bibel uns beschreibt. Er möchte, dass du wächst in der Beziehung, dass du da zunimmst, dass du eine Tiefe gewinnst, dass du weißt, er hat ein Bedürfnis danach, mit dir Gemeinschaft zu haben. Er liebt dich. Er möchte alle deine Bedürfnisse ausfüllen. Er möchte jeden Tag mit dir sprechen, jeden Tag mit dir zusammen sein, nicht nur einmal am Sonntag und die ganze Woche lebst du ein anderes Leben. Nein, er möchte jeden Tag eine Gemeinschaftszeit oder eine andauernde Gemeinschaft mit dir haben. Er möchte dir begegnen. In dem Psalm lesen wir: Morgen für morgen öffnet er mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Er möchte zu dir sprechen, er möchte sein Wort in dein Leben einpflanzen. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Das Wort, was ich dir heute zusprechen möchte, was dich ermutigen und stärken und aufrichten soll, wenn du in Nöten, in Bedrängnissen, in Unruhe bist: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Dieses Ja Gottes zu dir, das ist heute das Angebot, was er dir macht, in seiner Gemeinschaft auszuruhen, in seine Gemeinschaft einzutauchen, einfach da neue Kraft zu schöpfen, aufzustehen, wieder neu sich an seiner Hand festzuklammern, in der Gemeinschaft mit ihm weiterzugehen. Und dieser Tag, wo Jesus Gemeinschaft mit dir hat und du mit ihm, der kann dein ganzes Leben, dein ganzes Sein bis in jede Phase verändern. Ich weiß, dass du an seiner Hand sicher weitergehen kannst, dass seine Stärke dir helfen wird, dass er dir Türen öffnen wird, dass er dich tragen wird, mit dir gehen wird. Und ich weiß, Gott hat mehr für dich.